Ein mit Papier beladener LKW ist auf der A5 bei Homberg-Ohm am frühen Mittwochmorgen umgekippt und in Flammen aufgegangen. Der Laster lag quer zur Fahrbahn und blockierte mehrere Spuren in Richtung Frankfurt. Beladen war er mit rund 23 Tonnen Papierschnipseln, so die Polizei. Der 57 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wegen umherliegender Trümmerteile musste zeitweise auch die Gegenfahrbahn in Richtung Kassel gesperrt werden. Wegen der Bergungsarbeit staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern Länge.